Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project 2002 Kappa Mode. So, zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass so wenig Folgen kamen. Ich nehme diese Folge jetzt wirklich im Anschluss zur letzten Folge an, auf. Es hat sich nichts verändert. Und das hat mich zum Nachdenken gemacht. Wenn es jetzt so Sachen sind, die ich hier vorbereiten muss, so automatisieren oder so weiter, werde ich andere Sachen machen, weil ich werde mich jetzt nicht hierauf versteifen. Das ist schlimm. Das ist gerade richtig schlimm. So. Kopperkanister. Habe ich gesehen, brauchen wir noch 15 Stück. Auf jeden Fall. Wir machen jetzt trotzdem weiter, aber wir werden jetzt uns auf andere Sachen fokussieren. So, wir können ja mal gucken, was wir hier noch so brauchen, was können wir machen. Pink Slime Crystal werden wir jetzt in dieser Aufnahmesession machen. Infused Diamonds werde ich, glaube ich, als erstes machen. Was haben wir denn noch so? Was ist hier? Die Lava Crystals, die sollten fertig sein. Sehr schön. Was haben wir noch so? Redstone Infused Stick. Awakened haben wir. Muss ich noch machen. Okay. Ansonsten das hier. Warte mal. Können wir. Nee, warte mal. Das machen wir jetzt anders. Bevor ich mich dann wieder anfange so zu versteifen. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Infused Diamond. Der Infused Diamond wird hergestellt mit einem Diamanten und Dimensional Shard. Dimensional Shard kriegen wir aus Dimensional Shard Ore. Und das können wir wo abbauen? Aus Dimensionen. Das war kein Schenkelklopfer, das war ernst gemeint. Die Infused Diamonds oder das Shard Ore kriegen wir aus RF-Tools Dimensionen. So. Folgende Sache, dafür brauchen wir Dimlets. Davon haben wir 429. Ich würde jetzt sagen, wir haben dafür ja noch eine Questreihe hier bei Delta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Theta. So. Wir sollen einen Dimlet Researcher machen. Machen wir da mal. Übrigens 22 Millionen Nether Stars, die werden bald weggehen. Da werde ich jetzt offscreen was erstmal aufbauen. Ein Dimlet Researcher. Wir brauchen sowas hier. Okay. Haben wir nicht. Dafür brauchen wir sowas hier. Haben wir normalen Slag? Haben wir. Hat die Rockwool EMC? Ja, aber auch die Machine Base. Verdammt, wir brauchen. Eigentlich brauchen wir nur gerade 3 Slag. Weil jetzt haben wir ein bisschen Rockwool. Genau, Light Grey Rockwool. We will Rockwool. Da können wir mal so machen. Das reichert uns auch schon erst einmal. So, dann machen wir einmal so. Nehmen hier die Nether Stars raus. Das reicht dann auch erst einmal. Und da wir noch Rockwool über haben, müssen wir die anderen gar nicht reinklatschen. Machen den Machine Frame fertig. Und wir brauchen dann nur noch 2 Redstone Comparator und Redstone und sowas. Das haben wir alles. Dimlet Researcher haben wir. Quest complete. Sehr schön. Kriegen einen Chance Cube und eine Loot Chest. Und wir kriegen ein bisschen Seife. So, kurze Nebeninfo. Chance Cubes sind gerade Weihnachtsgeschenke. Kann ich euch zeigen. Aber auch nur die normalen, weil wir haben heute den 4. Dezember. Auch bekannt als Barbara-Tag. Zumindest bei mir in der Gegend. Ich weiß nicht, ob es überall so ist oder, naja. Auf jeden Fall. Wir werden uns jetzt etwas Quarz nehmen. Einen Tesseract. Und Energy Conduit. Wo klatschen wir das hin? Hier in der Reihe würde ich sagen.
Wobei, das würde ich sogar hier hinter aufbauen wollen. So ungefähr. Zack. Zack. Zack, 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 zack. 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 Dimlit Researcher. Sehr schön. Haben wir ein Filling Cabinet? Davon können wir doch bestimmt noch welche machen. Wenn nicht, wäre ich enttäuscht. Chest 1000. Vielen Dank fürs Filling Cabinet. Vielen Dank für das Filling Cabinet Advanced. Gut, dann brauchen wir nur noch ein Item Convert. Ungefähr. So. Perfekt. Darf ich vorstellen, ich bin Dosh, Meister in Verkabelung. Always active. Insert. So. Das kann weg. Das kann weg. Dann brauchen wir eine Chest. Einen Viper. Einen Hopper. So. Und wir brauchen unsere Unknown Dimlits. Problem ist, die haben alle keinen EMC-Wert. Und wir haben jetzt Material Dash One, da kann das nicht rausziehen. Bitte sag mir, du kannst das so rausziehen. Was ist mit noch einem Hopper? Weil ich habe jetzt keinen Bock, andauernd da rauszuziehen. Ach, der kann den nicht da einführen. Was ist mit dem normalen Filling Cabinet? Das geht wieder. So, wir bekommen jetzt hier unsere Dimlets. Sehr schön. Wir gehen aber dann auch mal weiter. Wir brauchen einen Dimension Inscriber, denn wir werden viele, viele Dimensionen machen. Schauen wir uns mal den Dimension Inscriber an. Wir brauchen Acretine Alloy, Paper Stack, Technicolor Essence und Bronze. So. Schauen wir doch mal. Paper Stack sollte wirklich gar kein Thema sein. Zack. Machine Frame. Habe ich jetzt gerade ernsthaft nicht verdoppelt? Gut. Was brauchen wir? Bronze, Ferris Gear, Vibrant Alloy Gear. Vibrant Alloy. Und Bronze. So, den werde ich jetzt auch einfach mal irgendwann hier wegmachen. Ich will euch schon eine schöne Base hinterlassen. Ich bin ehrlich, ich bin auf diese Base richtig, richtig stolz. Zack, das sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Hier ist nichts mehr drin. Ich kann aber eigentlich noch ein bisschen Crystallized Redstone herstellen. Das kommt da nicht rein. Zack, zack, zack. So, das ist gleich fertig.
wenn wir überlegen, ob wir den nochmal im Last Millennium richtig, richtig, richtig groß aufbauen sollen. Und komm schon, komm schon, komm schon. Und komm schon, danke. Wie wäre das aus Fehlern lernt man oder so ähnlich? Wie war das aus Fehlern lernt man? So. Danke. So viele werden wir zwar im Leben nie verbrauchen, aber pff, Hauptsache wir haben mit. So. Dann sollte das Crafting demnächst ein bisschen schneller gehen. Wir können mal gucken, was wir jetzt hier so haben. Alter. Hier sind die Materials, Liquids, Crystal Stone, Dash Ore, Dirt, Fossil Ore, Glas. Wir haben schon einiges. Was mich jetzt aber mal interessieren würde. Block of Emerald. Haben wir nicht, ne? Genau. Schade. Was hat das für eine Rarity? Rarity 5. Rarity 5. Ah, okay, da haben wir was. Emerald, oh, ich krieg einen Kack in den Arsch. Ja gut. Alles klar. Gut zu wissen. So, Inscriber. Jetzt aber nochmal. Dimension Inscriber. Elektrotin Alloy. Zack, zack. Start. Haben wir. Den packen wir mal hier neben. Kriegen eine Loot Chest, einen Chance Cube. Und einen Empty Dimension Tab, den packen wir hier hin. Dr. Dimlet, a new world awaits. Luchas kriegen einen Zenith Ring. Naja. Halt. Den nehmen wir mit. Okay. Wir brauchen den Dimension Builder. Jetzt könnte es lustig werden. Ich glaube, der ist teuer. Wow, das geht ja. Da brauchen wir noch zwei Ender Diamonds. Ne, warte mal. Der normale war easy. Das ist zwar kein Thema. Der hier, der Creative, ne? Genau. Der hat es in sich. So, du füllst dich jetzt erstmal mit RF auf, das dauert noch ein bisschen. Ich würde sogar ganz ehrlich sagen, der kriegt einen eigenen Tesseract. Genau. Schon viel, viel besser. So, die Menschenbilder. Ja. Return this to Receiver. Wir brauchen einen Meta-Receiver. Der Meta-Receiver. Ich mache jetzt einfach mal gerade. Ich mache jetzt einfach mal 1000 Stück. Start. Werde mal ganz kurz genehmigen, mir was zu trinken. Gibt doch nichts Besseres als ein schönes Glas Gerolsteiner. So, Meta Receiver, Quest complete. Meta Transmitter. Das war nämlich die nächste Quest, das habe ich schon gesehen. Loot Chest. Loot Chest. So. Wir haben dann hier.
einen Charge Porter noch bekommen. So, wir packen das einmal weg. Öffnen mal ganz kurz die Loot Chest. Langweilig. Nett. Noch viel, viel langweiliger. So, die packen wir jetzt sogar einmal. Mach ich das so. Und machen wir so. So. Oh, Entschuldigung. Haben wir noch so einen Painted Glowstone? Ja, haben wir. Ich wollte nämlich sagen. Machen wir das so. Und wir machen einen neuen Tesseract hierfür. Damit die Saft kriegen. Alles klar. Der Empty Dimension. Dimension Tab. Ah, okay, das ist jetzt ein Crafting Task. Okay. Das wird jetzt richtig, richtig schwierig, denn der Empty Dimension Tab ist das schwierigste Rezept, was ich in ganz Kapamod gesehen habe. So, das Problem ist nämlich, wir haben kein Redstone mehr. Ne, der Empty Dimension Tab, der ist easy. Also das sind beides so Ressourcen, die man jetzt haben sollte, und wenn nicht, hat man was falsch gemacht, die tue ich jetzt auch mal wieder da rein. Kriegen noch eine Loot Chest. Darf ich mir jetzt auch nichts viel das Haus? Ja gut, ein paar Viadukte. Hätte ich ja vielleicht was mitmachen können, aber naja. So, Dimensional Shard. Jetzt kommen wir zum Thema. Wir brauchen Dimensional Shards, damit wir die F-Twins-Maschinen verbessern können. Da gibt es Verbesserungen wie weniger Stromverbrauch und so weiter. Mehr Effizienz. Aber wir brauchen dafür eine Welt. So. Der hat jetzt alles durch. Ich will jetzt mal ganz kurz bei den Materials gucken. Cheese, oh, cool. Also wir werden nie wieder Käseprobleme haben. So. Gibt es zufälligerweise? Gibt es. Aber haben wir nicht, ne? Genau. So, weiß ich jetzt mal, das Milch ist? Genau. Wir haben jetzt einfach hier einen unbekannten, eine unbekannte Dimension, da ist nichts Bestimmtes drin. Die habe ich jetzt auch einfach mal Test genannt. Sollte super schnell gebildet sein. Und wie geht das jetzt? Das habe ich schon lange nicht mehr damit gearbeitet. Open Menu. Da ist der Telefon. Base. Verdammt. Das Dialing, der weiß genau. Das war das. Ich wusste, irgendetwas habe ich vergessen und ich finde es auch immer noch dumm, dass das nicht gesagt wird, dass man das braucht. So, wir wollen von Base zu Test. Dial.
Die Welt wird aufgebaut? Wirklich, warte, ob wir reinkommen oder ob es crashen wird? Und wir haben eine Welt aus Eis. Oh, was haben wir da? Wasser? Das ist jetzt nichts mehr als eine Welt aus 100% Eis. Und ganz, ganz unten ist was? Ich glaube, es gibt keinen ganz, ganz unten. Ja, herzlichen Glückwunsch, das war ja eine richtige Niete. Naja, wir haben eine Tür gewonnen. So. Interrupted? Gut. Wenn ich die jetzt hier reinpacke und auf Extract drücke. So. Was haben wir denn hier? Haben wir so ein Inselbiom? Nein. Was haben wir denn so? Komm, wir machen mal Asteroiden. So, versuchen wir das noch einmal. Das ist jetzt ein bisschen teurer, aber scheiß drauf. Daher hoffen wir ja, dass es jetzt mal besser klappt. Jawoll. So. Wir haben jetzt hier eine normale Welt, wo wir jetzt rumwühlen können. Da drüben haben wir auch etwas, was mich schon sehr interessiert. Und zwar diese kleine Hütte da. Da können... Oder da spawnen auf jeden Fall Dimlits drin. Und ich hoffe jetzt einfach mal... Sulfur-Ohr, Large Moon, Cold Beach und Dark Day, Illuminite-Ohr, was ist denn das? Aha. Also für Titan. Wir nehmen einfach alles mit. So. Haben wir irgendeinen Debuff? Mit null. Das Einzige, was ich jetzt wirklich sagen würde... Wir haben aber das Biom Asteroiden, ne? Ja, Tatsache. Ja, so sehen Asteroiden aus. Wer noch nie auf dem Asteroiden war, so sehen sie aus. Und ich bin blöd. Ich bin einfach echt zu blöd. Nun gut, wie lange geht die Folge? Wir sind bei 23 Minuten. Ich würde sagen, ich gucke jetzt offscreen, dass ich mal ein bisschen da was von dem Erz finde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.